Der Popstar des Weltfußballs verlässt die große Bühne. David Beckham tritt ab. Er wolle an der Spitze aufhören und verabschiedet sich mit der Meisterschaft aus Paris. Beckham ist mehr als ein Sportler, er ist eine Ikone. Er hat eine absolute Star-Aura. Seine gesamte Geschichte, seine Frau, ein Spice Girl und die Familie hier mitzubringen. Er war immer interessant und er brachte Frauen dazu, Fußball zu verfolgen. Im Eiltempo erobern die Beckhams Amerika. Sein Engagement bei LA Galaxy eine Randnotiz. David und Victoria Teil des internationalen Jetsets. Zwischendurch reisen nach China Becks, der elegante Fußballbotschafter. Ich mag Beckham sehr. Ich mag seinen Look und seine Freude für den Fußball. Ich bewundere seine Leidenschaft. Es ist so schade, dass er aufhört. Seine letzte Station PSG, das Ende einer großen Karriere. Nach Manchester United, Real Madrid, AC Mailand und Los Angeles. Das ist tatsächlich überraschend. Ich habe das bis jetzt gar nicht gewusst. Das ist schon traurig. Ich bin hierher nach Frankreich gereist und bin wirklich gespannt darauf, ihn mal zu sehen. Es wäre eine großartige Erfahrung für mich. Und das nicht nur wegen des Sportlers, sondern vor allem wegen des Phänomens Beckham. Der Kosmopolit, der die Menschen begeistert. Das Unterwäschemodel, dessen Rücktritt große Wellen schlägt. Die Figur des englischen Fußballs. Zum Glück habe ich ihn mal getroffen, nachdem er Manchester United verlassen hatte. Er ist so ein nettes Kerlchen, das muss ich schon sagen. So ein netter Kerl und ein brillanter Fußballer. Er ist nicht so, wie man ihn sich vorstellen würde. Er ist irgendwie, ja, einfach ein netter Kerl. He's a nice lad, he's a good lad. Als netter Kerl, so will Beckham erinnert werden, aber vor allem als Fußballer.